Hallo, ich sitze hier gerade in Würzburg im Auto und warte hier auf jemand. Auf jeden Fall habe ich da gerade so einen Gedanke. Ein Zukunftsgedanke. In circa 20 Jahren, sage ich immer so, wenn die mich mit meinem Motorrad nicht mehr ernst nehme, dann mache mir bei uns in der Firma ein Motorradfahrer Altersheim. Ich schätze mal, es wären so zwischen 6 und 8 Kerle aufgenommen. Und wichtig ist, man, ihr seid jetzt wahrscheinlich gerade so in dem Alter, so ungefähr wie ich, so circa 60. Ihr könnt euch ja mal Gedanken machen. Ich sag mal so, mein Gott, jetzt fange ich an zu stottern hier. Ich stelle mir das ungefähr so vor. Wie gesagt, ihr seid dann ein bisschen klapperig schon. Ihr könnt nicht mehr richtig Motorrad fahren. Und daheim allein rumsitzen, habt ihr auch keinen Bock. Altersheim, da findet ihr auch keinen richtigen Gesprächspartner. Also machen wir hier betreutes Motorradfahrer-Altersheim. Das machen wir. Und da sind wir ungefähr so, denke ich mal, bei uns in der Firma, gehen rein. Ich zeige es nachher auch nochmal im Film, wenn ich dann daheim bin. Da filme ich das nochmal, damit ihr die Örtlichkeit so seht. Ich denke mal, so zwischen 6 und 8 Personen kriegen wir locker auch noch. Also, die Idee ist, die Werkstatt bleibt. Und in dieser Werkstatt werden Rollstühle gebaut. Spezielle natürlich. Je nachdem, was einer für Vorliebe hat. Mit Vierzylindermotoren drin, Zweizylinder, stelle ich mir zum Beispiel einen BMW-Motor vor, der zieht ganz gut ab, und halt auch Einzylinder. Die Dinger haben natürlich dann keine Zulassung, aber ja, es ist ja so, wir sind dann ungefähr 80 plus, steckt uns auch keiner mehr in den Knast, ne? Also Zulassung kriege ich mir auch nicht drauf, davon abgesehen, das steckt uns ja auch keiner mehr ein. Und mit den Dinger werden wir so ein paar Aktionen drehen, mit diesen Rollstühlen. Wichtig ist lauter Auspuff, weil wir sind ja schwerhörig und Krach haben wir ja schon immer gern gemacht. Das ist das eine. Und da stelle ich mir zum Beispiel jetzt so bildlich vor, zum Beispiel sonntags morgens in Mittelkarlbach. Die Leute kommen aus der Kirche, wir stehen in Formation, stehen wir da mit unserer Apparate. Die Dinger werden angeschmissen, es werden Burnouts gemacht, die Reifen müssen glühen. Und da gucken sie schon mal. Und dann machen wir Starts. Blitzstarts. Oder wir machen, was wir auch machen können. In dem Dorf, wir haben eine breite Dorfstraße. Die wird kurzerhand einfach abgesperrt. Und dann machen wir sonntags zum Beispiel, machen wir da Beschleunigungsrennen. Und bei mir vorne in der Firma ist ja momentan auch die Pizza. Bis wir soweit sind, gibt es den auch nicht mehr. Und da ohne, wo jetzt die Pizza ist, das gibt eine Rock'n'Roll-Bar. Beziehungsweise die wird auch so umgestellt, das gibt dann halt auch für mittags gemeinsam, dass wir halt Mittag machen und kochen und was weiß ich. Und halt wichtig, abends Rock'n'Roll Bar und da sind dann noch andere Leute eingeladen, die wir uns halt gerne mal besuchen wollen. Also wir flippen dann richtig aus. Und in der Werkstatt mit dem Rollstuhlbau, da ist es natürlich auch so, da werden halt Sessel oder Bänke hingesetzt, je nachdem, wie ihr dann noch drauf seid. Und dann könnt ihr mitmachen, ist klar, so wie üblich. Da freue ich mich schon drauf. Das gibt dann mal so einen richtigen Spaß. Und finanzieren tun wir die Sache so. Jeder von euch hat ja dann irgendwie irgendeine Rente. Der eine hat mehr, der andere hat weniger. Ist scheißegal. Und dieses Geld kommt in einen Topf. Und dadurch wird das finanziert. Dann, die ist vielleicht noch gar nicht geboren, das Mädchen. Dann brauchen wir auch eine Betreuung. Also wir stellen uns dann, ich habe jetzt schon mal mit anderen drüber gesprochen, wir stellen uns dann so vor, so ne, 20 rum, plus, ist egal, wollen wir jetzt nicht so genau nehmen. Muss gut aussehen, muss einen gewissen Witz vertragen und die kann ja dann darauf achten, wie einer da sein Tröpfchen einnehmen muss, die er halt da verschrieben hat, kriegt. So. Dann habe ich ja noch so eine verwegene Idee. Wir kaufen uns einen großen Bus.
Und mit diesem großen Bus, also ein richtig großer Bus, nicht so ein Scheißding, was ich da momentan habe, so ein richtig großer Bus, so ein Reisebus, den bauen wir um. Ganz hinne gibt es den Relaxraum, so mit Schlafplätzen und so weiter. Dann in der Mitte werden wir das so einrichten mit einem großen Tisch, damit man halt drumherum sitzen kann und um Zeug schwätzen und vielleicht einen Tee trinken oder ein Hochschiffbier. Man weiß es noch nicht. Und ganz vorne in dem vorderen Abteil, ihr habt ja alle noch eure Motorräder, die werden dann nicht mehr hergegeben dann, ne? Nur mal so. Da machen wir eine Schnellbefestigung und die werden in Fahrtrichtung werden die ausgerichtet. Nebeneinander, wir haben genug Platz. Wir sind ja eh nur mit 8 oder 10 Mann, das weiß ich. Die kriegen wir dann schon rein. Und dann sitzen wir halt dann während dem Fahren, wenn wir Lust haben, da drauf. Vorne haben wir eine riesengroße Leinwand. Da können wir uns zum Beispiel unsere Filme angucken, wo wir da die letzten paar Jahrzehnte gedreht haben. Und ganz wichtig, vorne am Lenker kommt ein Getränkehalter hin, damit man halt auch immer mal nippen kann. Und dann gibt es halt eine Busfahrt. Irgendwohin, irgendwelche Ziele, was weiß ich, Spanien, Italien, egal. Und da fällt mir gerade noch so was Ehres ein. Jetzt stellt euch mal vor, wir stehen zum Beispiel in der Alpen auf irgendeinem Pass. Motorräder raus, Schnellverschluss, ne, habt ihr mitgekriegt. Motorräder raus und dann stehen wir da, gestiefelt, mit Helm in der Hand. Jetzt kommt gerade meine Frau und dann stehen wir da und warte dann auf diese Jungbiker, wo da noch unterwegs sind. Und die werden geschockt. Hallo Schatz, bist du ja auch schon da? Mit wem sprichst du? Ja, ich erzähle gerade eine Story. Auf jeden Fall, diese Jungbiker, die werden natürlich dann, die werden sich sowieso erschrecken, wenn wir da unsere alten Hondas, Kawasakis und was weiß ich raushole mit Vergasermotoren und lauter Auspuff, weil mittlerweile fahren sie ja Elektrogeräte. Und dann fragt man halt einfach mal so, was sie für Ziel haben. Und dann erzähle die halt irgendwas, was weiß ich, Schiefeturm von Pisa oder egal was. Und dann machen wir mit denen eine Wette, dass wir eher dort sind. Und dann gucken sie sich halt unsere alte Shaker da an und die wetten. Und diese Wette, es geht um Geld, ne? Unsere Betriebskasse muss ja immer ein bisschen aufgefrischt werden. Und wenn die dann abgehauen sind mit ihrer Aberade, dann kommen die Dinger sofort wieder in unseren Eventbus. Schnellverschluss, ne? Geht zack, zack. Und so ein Fahrer, den wir da haben, der gibt dann Gas auf der Autobahn. Der Bus ist unentdeckt. Also da sieht man von außen gar nichts. Die Scheiben sind getönt, kann keiner reingucken und es kommen auch keine Aufkleber oder irgendwas drauf, damit gar nicht erst die Schau da halt irgendwie mal erkannt wird. Und dann sind wir zum Beispiel Pisa, habe ich gesagt, dann sind wir halt Erster in Pisa. Und wenn die dann ankommen und die Motoren, die laufen noch, weißt du, wenn die da ankommen, unsere Motoren, die laufen noch richtig, da geben wir nochmal richtig, wow, wow, geben wir nochmal richtig Gas. Auf jeden Fall, das Spiel gewinnen wir, das Geld zacke mir ein. Das ist so eins. Und die Krankenschwester, von der ich erzählt habe, die wo immer so drauf aufpassen muss, wenn eine Troppe, die nehmen wir natürlich auch mit, weil wir wollen ja ein bisschen Spaß haben. Also Leute, ich zeige euch nachher nochmal die Örtlichkeiten, wo wir das mal planen. Wie gesagt, es dauert noch 20 Jahre, wir haben noch Luft. Und jetzt fahre ich erstmal wieder in die Firma. Dagmar, hat das alles geklappt bei dir da? Hat alles geklappt bei ihr. Warte, ich will sie auch nochmal ins Bild bringen, das ist mein Schätzchen. Mhm. Hier, guck doch mal rein, Dagmar. Dagmar will nicht gefilmt werden, sie will nicht erkannt werden, weil sie darf ja auch nicht dabei sein, dann, wenn das da losgeht, weil ich bin ja dann aber allein. Tschüss, bis dann. Ich kenne ja den Raum, jetzt bin ich jetzt in der Firma. So sieht das hier drin aus. Ne, da hinten gibt es hier so eine Couch und so. Und hier haben wir eigentlich genug Platz. Da werden dann die Rollstühle hier zusammengebastelt. Gut, jetzt gehe ich mal hoch. Direkt aus der Firma kommt man da. Ah, hier, ja, Moment, hier habe ich momentan so ein bisschen Ersatzteilraum. Wie wir sehen, also hier, das können wir auch noch umbauen. Hier kriege ich mal auch noch mal ein, zwei Mann um. Oder und rum. So, jetzt ist halt doof. Jetzt haben wir hier noch eine Treppe. Das muss umgebaut werden als Fahrstuhl. Ist klar. Ich mach mal kurz aus. So, im Moment sind ja hier so ein paar Leute, die wohl immer bei mir da übernachten. Die sind ja hier. Hier ist so die Toilette. Mit Dusche. Waschbecken. Ja, müssen wir eventuell auch ein bisschen ändern, aber das sehen wir ja dann. Ist ja noch Luft. Das ist jetzt hier so halt aktuell. Hier ist so eine kleine Küche. Aber wir machen ja die Küche dann da unten in die Pizza.
Hier ist halt auch so, es ist nicht so groß. Also hier ist so der Raum da, Küche. Dann, Moment, muss ich mal zurückgehen. Hier ist das Schlafzimmer. Das ganz normale Schlafzimmer, da geht auch ein Schrank hin. Mittlerweile brauchen wir nichts. Das sind ja alles Koffergäste, wo hier sind. Die haben nur ein Bett. So, dann haben wir noch einen Raum. Ja, hier haben wir jetzt gerade so eine Notmatratze liegen, wenn es manchmal zu voll wird. Aber jetzt hier. Also das ist momentan so der aktuelle Stand. Da haben wir halt hier so ein paar Bundeswehrbetten. Wenn die Leute hier pennen. Ich mache ja auch so geführte Enduro-Tours. Da sind auch meistens so 7-8 Mann da. Und da ist das so ganz angenehm. Also der Raum haben wir auch. Jetzt gehe ich nochmal hier hin. Da komme ich ja gerade so durch. So, hier ist jetzt eigentlich so mein Ersatzteillager. Aber das brauchen wir dann alles nicht mehr. Da kann man das anders gestalten. Da gehen halt auch noch welche rein. Jetzt will ich nochmal von hier oben was zeigen. So, jetzt hier aus dem Fenster. Hier unten ist mein Ausstellungsraum. Ich bin jetzt noch hier in dem anderen Haus. Wir haben nämlich hier zwei Häuser. Das können wir hier mal. Das ist eine feste Decke übrigens. Das können wir aufstocken, wenn wir Lust haben. Und jetzt gehen wir mal da drüben ins Haus rein. Da gibt es nämlich auch noch Luft. Nicht hier ohne. Gerade mal aufmachen. Das ist jetzt hier gerade noch so der Ausstellungsraum, wo wir hier haben. Und das gibt dann halt, der bleibt da. Das gibt dann halt dann später im Museumsraum. Naja, ist ja jetzt eigentlich schon einer. Da müssen wir das so richtig nehmen. Das ist, also hier ist schon Luft. Da können wir ja sonst noch irgendwie was machen. So, jetzt gehen wir mal hier vor. Aktuell ist halt hier noch das Büro. Das ist hier die Theke. So sieht das hier aus. Jetzt gehen wir mal weiter. Hier ist aktuell unser Pizzabäcker. Hey, ja, da ist er. Das ist dann unser Rock'n'Roller. Ja, und guck dir den an hier. Den gibt es hier auch noch, der Toni und sein Mäuschen. Na gut. Also hier unten ist so der Gastraum. Gut. Ich muss gerade was filmen, ich muss gerade mal einen Stock höher. Ihr seid jetzt zufällig mit drauf. Gut, es ist ja ein netter, ich wollte ihn jetzt nicht so überraschen, dass ich dann erzählt habe, wenn er nicht mehr da ist. Aber vielleicht ist er auch noch da, der kann das auch alles machen da unten. Ist scheißegal. Wir sind ja da flexibel. Jetzt bin ich hier oben. Moment. So, die Wohnung steht hier frei. Das ist hier mal. Das ist mal ein Wohnzimmer gewesen. Ist relativ groß. Steht halt jetzt nur Blödsinn drin rum. Aber hier. Also, ne? Da kann man auch als Schlafraum nehmen. Das ist das eine Zimmer hier oben. Jetzt gehen wir weiter. Dann habe ich jetzt die Rollade unten. Es ist dunkel. Gerade hochgemacht. Das ist hier das andere Zimmer. Das war hier früher mal Schlafzimmer, wo hier noch Leute gewohnt haben. Das ist eigentlich auch recht. Alles gut hier. Das haben wir mal renoviert, das ist eigentlich alles top. Davon abgesehen. So, jetzt haben wir hier oben auch noch eine kleine Küche. Da kochen wir halt gerade so aktuell immer unseren Kaffee. Das ist hier. Also ist jetzt nichts Besonderes, aber Räume sind da. Und die Toilette, die ist momentan nicht so schön. Das ist hier noch Style der, was weiß ich, 50er, 60er Jahre Style. Sieht man, eine Platte ist auch relativ klein. Es gibt halt eine Kloschüssel, eine Waschbecken und halt wie gesagt eine Badewanne. Kann man ja umändern, aber eine Badewanne ist vielleicht gar nicht mal so schlecht für später. Naja gut, ihr habt es jetzt mal gesehen. Ich brauche jetzt nicht mehr viel zu schwätzen. Das sind hier so die Örtlichkeiten, wo wir haben. Und die Treppe hier, die kann man ja dann später halt auch umbauen. Gut, ich setze es jetzt so ein. Und wer Interesse hat, kann sich ja... Ihr habt ja noch Zeit, ihr könnt euch ja immer irgendwie in den nächsten 10, 20 Jahren mal vormerken lassen. Und wie gesagt, das wird lustig. Das mache ich auch. Macht's gut, tschüss. Ding 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 bam 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 bam